Und ein Wikingerschiff. Cool. Ich würde schon immer mal ein Wikingerschiff haben. Ein brillant rekonstruiertes Wikingerboot. Scheiß noch ein bisschen lauter. Störst du da? Störe ich? Sylvie Leroux, Archäologin. Nennen Sie mich Claire. Sie sind sehr jung für eine Expertin. Ich habe gerade erst angefangen, an der Kiste zu arbeiten. Sagen Sie mal, Oho. Wo haben Sie vorher gearbeitet? Auf Gozo. Ach ja, ich habe davon gehört. Professor Leroux ist ein Verwandter von Ihnen? Mein Onkel. Nun, ergibt alles einen Sinn. Mit so einem Hintergrund ist es nicht schwierig, Bereichsleiter in einem Provinzmuseum zu werden. Sparen Sie mir Ihre Bemerkungen. Ich bin freier Mitarbeiter und ich plane nicht lange hier zu bleiben. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Einstellung in diesem Geschäft seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Zumindest kann man es versuchen. Keine schlechte Idee. Bis man auf irgendeinen Macho hereinfällt, kann man nach Herzenslust um die Welt reisen. Sie können schließlich immer noch darauf zählen, dass Ihnen Ihr Onkel mit einer Anstellung unter die Arme greift. Mein Onkel ist tot. Das tut mir leid. Seien Sie mir nicht böse. Ich habe geglaubt, Sie wären hinter meiner Stellung her. Ist schon in Ordnung. Ich war einfach gemein. Aber das ist nur wegen Marcel. Marcel und meine Maus laggt. Ja gut, vielleicht kann man das im Video später gar nicht sehen, aber meine Maus laggt. Der Boss hat davon gesprochen. Gesprochen? Über uns? Die hängt hinterher. Nein. Um das absolut klarzustellen, wir waren bis vor kurzem ein Paar. Ah, verstehe. Es tut mir leid, dass er gestorben ist. Es war eine schwierige Beziehung. Ja, was weißt du über die Kiste? Marcel hat an der Kiste gearbeitet. Hat er irgendetwas erwähnt? Da kann ich schnell bewegen. Ich musste alle meine weiblichen Fähigkeiten einsetzen, um ihn für eine Weile von der Arbeit abzulenken. Spiel ist dann doch etwas anspruchsvoller als das letzte. Hat er Ihnen erzählt, wie man die Kiste öffnet? Was die Kombination? Er hatte damit Schwierigkeiten. Er rief verschiedene Leute an, hat in Paris herumgefragt. Also schätze ich, Sie haben sie ihm verraten. Rufen Sie sie nicht an. Warum? Sie werden mich für paranoid halten. Natürlich. Es sei denn, Sie erklären es mir. In Ordnung. Der Typ, der für diese Kiste verantwortlich war. Ja. Er starb an Herzversagen. Aha. Und? So eine Art unglücklicher Zufall? Was sonst? Glauben Sie, Marcel hat sich im Inn so betrunken, dass er meinte, herumfliegen zu können? Sie meinen das Gasthaus beim Schloss? Er nahm keine Drogen, so viel steht fest. Ja, man muss an der Klippe entlang gehen. Aber wagen Sie es nicht bei Nacht. Es war kein Unfall? Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ja? Machen Sie kein großes Aufheben um die Kiste. Rufen Sie niemanden an. Ich wollte mich sowieso auf meine eigene Weise um das Schloss kümmern. Danke. Sehen Sie sich genau. Mal als Arbeitsplatz. Sie ist professionelle Arbeitsweise. Das Diktiergerät des Museums, um Sachen aufzuzeichnen. Rumpupieren, bis es irgendwann passt. Aber Diktiergerät hört sich interessant an. Ich werde nach Marcels Diktiergerät suchen. Nur bringen Sie es nicht zu mir. Ich könnte es nicht ertragen, ihn zu hören. Okay, du hast deutlich einen an der Klatsche, Zurück Fräulein. An die Arbeit. Sylvie, sind Sie in Ordnung? Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen. Da bin ich sicher. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. So, Leute, Finden und ich muss jetzt mal ganz schnell... Eigentlich ist Claire ganz in Ordnung. Aber sie kann ein ganz schöner Quälgeist sein. So, ich muss jetzt mal ganz schnell Pause machen. Und nach meinen Einstellungen gucken, weil ich glaube, das ist einfach zu viel für Fraps. Oder für meinen Laptop, kann auch sein. Bis gleich. So, da wären wir jetzt wieder. Ich habe jetzt die Schatten deaktiviert. Die Schatten von den Personen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Eine epische Schlachtszene. Sieht aus wie Anfang 18. Jahrhundert. Mhm. Gibt's hier noch was? Nee. Mann, hier gibt's ja gar nichts. Decke. Ich kann die Decke angucken. Untersucht die Decke. Das Gemälde im Gewölbe stammt aus einer anderen Zeitperiode als die anderen. Oh, heilige Scheiße. Untersucht die Decke. Das ist tatsächlich... Hallo? Was ist das denn? Ach du je. 8C3 Stellium Fractu Orbis Saturni Orbis Orbis. Das, was Orbis ist, weiß ich. Kugel. Aber, tja. Jupiter ist der fünfte Planet von der Sonne aus. Jupiter ist der fünfte... Jupiter...
Jupiter ist der... 5. Vielleicht sind die irgendwo die Code versteckt. Fragen wir mal den Direktor nochmal. Die Kiste ist mit einer Kombination gesichert. Kennen Sie sie? Suchen Sie in Marcells Notizen. Sicher kennen Sie die Kombination in Paris. Die würden doch keine Katze im Sack kaufen, oder? Sie würden sich wieder beschweren, dass Sie uns wie kleine Kinder an die Hand nehmen müssten. Versuchen Sie, sie alleine herauszufinden. In Ordnung, das ist doch alles sehr seltsam. Eine Weile dauern. Mit allem nötigen Respekt. Wir können es uns leisten, ein paar Stunden mehr zu bezahlen. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Viel Glück. Ist der 3D-Drucker noch mit irgendwas beschäftigt? Marcel hat ihn programmiert, aber er hat den Druckvorgang nicht abgeschlossen. Sie können seine Arbeit fortsetzen. Wie denn? Nur noch eins. Ja? Ich bin eigentlich heute nur hier, um das Land auszukundschaften. Ich komme morgen nach Hause und gehe dann für eine Lesung nach Venedig. Es wird ein paar Tage dauern. Ja, richtig. Jetzt fällt es mir ein. Sie promoten Ihr Buch. Kann ich mit einem Exemplar mit Ihrem Autogramm rechnen? Natürlich. Sobald ich aus Venedig zurück bin. Die ganze Auflage befindet sich in Italien. Perfekt. Sie haben mich so neugierig gemacht, dass ich am liebsten noch heute mit meiner Arbeit anfangen würde. Dann könnte ich alles auf meiner Reise überdenken. Na, ich wusste, dass Sie den Köder schlucken würden. In dem Fall werde ich Sie nicht länger aufhalten. Sollten Sie Hilfe benötigen, wissen Sie, wo Sie mich finden können. Genau, du guckst all die Bastelschiffe an und tust, als würdest du arbeiten. Ich sehe mich mal. Bis später. Nach diesem Gespräch bin ich noch begieriger darauf zu arbeiten. Start die Wand an. Düsteren Untertöne. Ich spreche besser mal mit Claire und finde heraus, was das alles bedeutet. Was denn schon wieder? Ich habe noch nie einen Teil eingesammelt. Ah, das ist ein Tisch. Da gibt es sicher Zeug zum Einsammeln. Ja, also. Ich sollte den Restaurator um Erlaubnis fragen. Ach komm, Sylvie. Das hast du früher auch nie getan. So. Ah, da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit dir reden. Und irgendwas war an diesem Schiff. Ein brillant rekonstruiertes Wikingerboot. Warum schreit ihr das so? Das Seil. Ja, Halleluja. Wir haben endlich mal ein Item. Wir haben ein Seil. Toll. Wir haben ein Stück Seil. Jetzt erwürgen wir sie. Seil und Claire. Kann ich mir etwas leihen? Ich habe an Marcells Platz nichts gefunden. Kein Wunder. Was brauchen Sie? Einen Pinsel und etwas Lack. Sie finden alles in der Kiste. Bedienen Sie sich. Danke. Vielen Dank. So, machen Sie, denken Sie dran. Ich habe... Ja, aber ich nicht. Ich will mal da oben noch angucken, was da gibt. Ich habe gesagt, nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Ätherlack. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht, oder? Zack. Also. Was habe ich jetzt hier? Tuch. Pinsel, okay. Ah, verstehe. Da oben ist der Arbeitsplatz, da komme ich her quasi. Der Chef interessiert mich aber doch ein bisschen. Ausstellungsstücke der Marine sehen in einer gotischen Umgebung wahrhaft prächtig aus. Hm. Ja. Naja, ich kann zumindest mal hier mit dem Lappen... So. Wir brauchen eine Alternative. Das braucht aber nur irgendwas, das ich kopieren kann. Hier? Das wird nicht funktionieren. Ja, vielleicht kann ich mit dem Pinsel hier. Probieren geht über Studieren, heißt es. Lock hin. Wir brauchen eine Alternative. Ach, ich
Ich habe jetzt Lack an dem Pilz. Wir brauchen eine Alternative. Ich habe Lack an dem Pinsel, aber wozu? Das Blatt Papier ein hängen. Bild von dem Keramikfragment. Das sieht aus wie der Ausgießer von einem Krug. Wir brauchen eine Alternative. Leute, ich habe mal wieder keinerlei Ahnung, was ich tun muss. Das ist keine gute Idee. Es scheinen immer noch ein paar Komponenten zu fehlen. Ja, verdammt. Die Lichter zeigen an, dass der Farbcontainer fehlt. Ah, okay. Die Lichter zeigen an, dass nicht genug Puder vorhanden ist. Ich brauche Puder und ich brauche Farbe. Und Papier wahrscheinlich noch. Die Lichter zeigen an, dass nicht genug Granulat vorhanden ist. Okay, ich brauche Granulat, Puder und Farbe. Aber wozu nochmal habe ich Lack? Bitteschön, wozu habe ich Lack? Ich verstehe die Welt nicht mehr, ich komme hier nicht weiter. Mit dem Seil, was mache ich mit dem Seil? Das kann ich ja wohl kaum ihm um den Hals schlingen. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Kneckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Die Britannia heißt mich mit Regen und Sonne willkommen. Abwechselnd. Wo ist das Gebiet bloß? Was gibt's denn hier? Gucken wir uns mal die Mauern an. Gut erhaltene alte Mauern. Solide Arbeit von mittelalterlichen Handwerkern. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Ah, genau. Das wird nicht funktionieren. Das ist keine gute Idee. Ehrlich, dass du ein Gitter einfach geöffnet hast. Gibt hier noch? Sieh mal einer, guck. Mal Hallo sagen. Doch. Sir. Willkommen, Sirene. Sylvie Leroux, um genau zu sein. Nennen Sie mich Antoine. Ach, das ist der Hausmeister. Ich habe an Ponce de Leons Kiste gearbeitet. Wissen Sie, wen ich meine? Darauf können Sie wetten. Wir sind in meiner Jugend zusammen gesegelt. Das ist doch lächerlich, Antoine. Sie haben recht, er war Spanier. Ich bin mit Cartier gesegelt, der war jünger. Sie kennen ihn? In der Tat. Er starb vor 450 Jahren. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Antoine. Es ist eine Schande, dass Sie nicht in der Stimmung für einen Spaß sind, Sirene. Erstmal danke. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier. Das war höchst seltsam. Okay. Das Gasthaus ist geschlossen. Kein Wasser. Schade. Ja, so brav können wir mal gebrauchen. Okay. Nein, zurück. Generell, Point-Click-Adventures geht. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. So. Da steht noch was. Ein bezaubernder Ort. Ideal für romantische Wochenenden.